Die Formel 1 ist zurück in Sao Paulo und der heutige große Preis von Brasilien verspricht, ein weiterer Klassiker zu werden. Sebastian Vettel hat hier 2012 bekanntermaßen seine dritte WM nach Hause gefahren und 2016 konnten wir Max Verstappen dabei bestaunen, wie er eins der besten Regenrennen aller Zeiten abliefert. Interlagos, immer ein sehr besonderes Rennen hier in Brasilien. Eine Rennstrecke mit 4,35 Kilometer Länge, 9 Links- und 6 Rechtskurven, insgesamt also 15 Kurven. Wenn das Wetter bis zum Ende des Grand Prix weiterhin so trocken bleibt, sollte die schnellste Runde eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 217 km/h aufweisen. Mein Co-Kommentator für das heutige Rennen ist Stefan Römer. Warum sprechen wir für den Einstieg nicht gleich mal über Valtteri Bottas? Sie hatten ein großartiges Gesamtpaket und ein noch besseres Jahr und sie gehen dieses Grand Prix-Wochenende als verdienter Champion an. Das haben sie sich einfach verdient. Ich würde zwar nicht von einer makellosen Titelherausforderung sprechen, aber durchaus von einer, bei der viel Konsistenz spürbar war und die gut bewältigt wurde. Ich für meinen Teil hoffe sehr, dass sie heute etwas Dampf ablassen und uns ein spannendes Rennen erwartet. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Sainz, Verstappen, Danny Quert und Leclerc. Perez, Gasly, Norris und Lance Stroll. Ocon, Magnussen, Alexander Albon und Ricciardo. Raikkonen, Giovinazzi, Sebastian Vettel und George Russell. Schumacher, King, Latifi und Richards. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute hier triumphieren wird. We didn't have the performance in qualifying this weekend, but considering last race, we might be able to get a points finish. So, damit melde ich mich mal gerade wieder kurz zurück. Wir sind wieder dabei im Qualifying. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Er sagt Medium Soft. Okay, das wird jetzt dann machbar sein. Wenn's regnet, dann haben wir vielleicht einen Vorteil. Dann haben wir vielleicht einen kleinen Vorteil. Wenn es regnet, wohlgemerkt. So. Ich muss ein bisschen pushen. Ich muss ja ein bisschen was anderes machen. Na dann, gehen wir rein ins Rennen. Benzin habe ich mit. Wunderbar. Und dann kommen wir rein ins Rennen. Ins den ersten. Den vorletzten Lauf. Das Bittere ist natürlich, dass ein Carlos Sainz zum Beispiel vorne auf Platz. Auf Platz 3 steht. Weil das tut uns am meisten, wenn der nämlich hier das Rennen gewinnt, haben wir den Druck in Abu Dhabi, um diesen 4. Platz zu machen. Und Platz 3 ist keine so schlechte Position. Aber gucken wir mal. Wie gesagt, das kann auch noch was sein. Wenn ihr hier ausschaltet, dann haben wir 20 Punkte verloren. Also, unser Ziel ist es ja, noch die Punkte mitzukommen. Es soll eventuell im Rennen regnen. Kann das passieren, dass wir dann auf Inters wechseln müssen? Das heißt, deswegen fahre ich auf Medium, um vielleicht einen Stop zu sparen und vielleicht die Chance zu haben, okay, wir fahren vorne nochmal ran. Aber wie gesagt, was natürlich super wäre, wenn Carlos hätte man 15 Minuten und da ist der Regen. Zumindest die Ankündigung. Das Rennen wird ein bisschen dauern. Das heißt, wir können tatsächlich mit den Inters dann durchfahren und vielleicht den Vorteil haben, dass wir dann nochmal dass wir alles andere nochmal auf Inters wechseln dann. Weil Soft wird Soft Medium gehen, vielleicht dann auf den Interswechsel, dann nochmal auf Inter und wir sparen uns einen Stop. Das ist zumindest der Plan für heute. Aber wie gesagt, mal gucken. Ich muss jetzt, wichtig ist es jetzt mal einen guten Start, so viele Positionen wie möglich immer gut zu machen in diesem Rennen. So schnell wie möglich Richtung Punkte fahren. Platz 22. Wir sind nicht nur 15. In Mexiko und USA hat es funktioniert. In USA hat es aber zum Start geregnet. Aber gut, wie gesagt, mal schauen. Ich versuche einfach mein Bestes heute. Vielleicht schaffen wir es heute, um ein Plätzchen gut zu machen.
So, der Start wird gleich erfolgen in wenigen Sekunden, denn wenn die 50 da sind. So. Auf jeden Fall erstmal. So, erstmal der Angriff schon Richtung Sebastian Vettel. Das wäre dann. Ja, ich muss ein bisschen neben die Strecke gehen, weil sonst ist er mit ziemlich zu weit rüber gekommen. Jetzt hat es aber funktioniert und wir sind vorbei, Sebastian Vettel. Also wir sind schon mal 16 da. Also haben wir schon mal ein bisschen was gewonnen, Stahl. An Position. Also, dran jetzt momentan und Giovinazzi. Klar, wir haben mit den Mediums ein bisschen den Nachteil, aber wie gesagt, das kann auch mit der Taktik ein bisschen funktionieren. Ich habe extra ein bisschen mehr Sprit mitgenommen als der Rest des Feldes. So, jetzt Angriff gegen Giovinazzi. Den habe ich direkt mitgenommen. Das Problem ist, wenn Sebastian Vettel direkt mitgezogen. Also 15, also mal schon. Klar, macht der Vettel da außen auf der Linie Druck. Der will natürlich auch mitziehen, ne? Der will natürlich auch noch alles vorbei. So, jetzt greife ich mir den Ricciardo an. Ja, na, ernsthaft? Du willst mir jetzt schon wieder einen neuen Flügel aufziehen? Na gut, okay. Ich war aber schuld. Das muss ich sagen. Ich musste mir den Ricciardo knacken, damit ich den... dass ich mir den Vettel vom Leib halte, weil der mir quasi mitzieht. Der probiert es nämlich jetzt vorbeizukommen und geht vorbei. Ich halte drinnen Lewis Hamilton. So. Ah, Vettel ABS hat angeschlagen. Jetzt habe ich ihn. Let's use overtake and burn some of this energy. Jetzt habe ich ihn wieder. Das Gute ist, er ist ein bisschen zurückgefallen hinter Giovinazzi. Und da vorne schlagen sich gerade Albon. Nee. Okay, der muss wahrscheinlich einige Plätze Glitschern bekommen haben. Weil der war zwischendurch mal Zweiter, weil der nicht mit da vorne dabei. Oder hat er mega Issues, so ein Problemchen. Während sich jetzt mal Ricciardo, Magnus und Albon da vorne ein bisschen fetzen. Vielleicht kriege ich ihn jetzt diesmal kassiert, den Ricciardo. Ja, das ist zu früh. Da kann ich nicht rein. Jetzt habe ich ihn. Brilliant. Nice move. So, der nächste, der jetzt mitziehen wird, ist der Alpha. Ist der Dings. Ist der Alpha Romeo da außen. Die wollen natürlich alle an mir vorbei, ne? DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within one second of the car ahead and in the DRS zone. So, jetzt habe ich ihn aber. Jetzt kann ich mir den Ricciardo knacken. Ja, das ist natürlich sehr eng da und der ist natürlich dran an uns, aber jetzt habe ich ihn. Jetzt sind wir 14. momentan. Und ja, der nächste wäre dann Alexander Albon. Magnus ist es erstmal. Der hat natürlich jetzt ein bisschen Lunte. Hat sich natürlich jetzt ein bisschen absetzen können da hinten. Aber wir haben nach wie vor die langsamen Reifen, ne? Es geht nur rein, um sich da eine Position zu schnappen. Vielleicht schaffen wir es mit den Softs an am Ende, je nachdem wie das Wetter wird. Wenn es der Regen nicht kommt, haben wir mit den Softs vielleicht einen Vorteil, uns mal ein bisschen was holen zu können. Also 14. sind wir momentan schon. Mit 22 gekommen, 8 Autos. Das dürfte auch wieder der dritte Fahrer des Tages sein. Wenn dieses Rennen natürlich ist, aber noch ein bisschen lang. Wir haben ja noch immerhin 15 Runden. Und da arbeite ich jetzt gerade ein bisschen weg von Ricciardo, der natürlich kein DS mehr hat, der nicht mehr in der Zone drin ist. Aber trotzdem, unsere Fehler. Wir haben einen kleinen Fehler drin eingebaut. So, einen Move darf ich machen. Einen darf ich rübergehen. Und das habe ich jetzt gerade gemacht. Jetzt haben wir einen Ricciardo neben mir, der aber jetzt zurückziehen muss. Und das gefällt mir gar nicht, dass der jetzt auch mal da versucht ranzukommen, weil... Das Problem ist, dass ich jetzt auf Ringsum was verliere. So, 14 Runde haben wir. Wir wechseln in Runde 11 die Flügel. Das Auto. Ach, das Auto. Die Reifen. Keine Flügel, keine Raute, kein Auto, kein Reifen. Alles nur. Die Reifen. Da will ich zumindest hin. Auf Stop. Oder auf, halt, wenn der Regen kommt, dann auf die Inters.
So, wie gesagt, der nächste ist ja schon dann der Magnussen. Eigentlich waren sie schön alle aufeinander. Den Magnussen möchte ich mir noch kassieren, also in die 13. Würde aber nicht fragen. Ich weiß nicht, was das mit Sainz ist, wo der momentan hängt. Fehler. Weitere Butterschütze-Runde. So, hier sind wir noch zu weit rausgekommen. Jetzt kommt mir das Ricciardo wieder rangeflogen. So, ich konnte natürlich seinen Angriff. Ja, da hängt noch Giovinazzi, Vettel momentan ein bisschen da, ist noch dahinter erst. Jetzt kam ich wieder ein bisschen besser an den Magnus, an den Haas vor mir ran. Also mein Ziel ist es, wie gesagt, durch die Strategie nochmal Punkte mitzunehmen. Hier in Richtung letzte Rennen. So, Norris könnte das sein, wieder mit drin. Ich weiß nicht, wo der Sainz hängt, das ist das Problem. Der hängt immer auf jeden Fall noch weit vor uns. Oder ein Safety Car oder so. Das ist... Aber egal, mal gucken. Ja, ich spreche jetzt ein bisschen wieder rein. Looks like rain is inbound and we're expecting it in around 5 minutes. 5 minutes till the rain. Die Frage ist, wann gehen die anderen Jungs starten? Gehen die Jungs in die Box? Soll 15 Minuten soll der Regen, 5 Minuten soll der Regen kommen. Das wäre mir zu früh. Während da vorne gerade Albon dran ist und vor Magnussen hat er den Vorsprung 1,2 Sekunden. Da kommen wir jetzt ein bisschen ran. Da kommen wir jetzt ein bisschen weg vom Rest des Feldes hinter uns. So, jetzt haben wir ein bisschen Atemluft Richtung Magnussen. Sind wir dran jetzt an ihm. Das Ziel ist es vielleicht in das DS-Fenster reinzukommen und damit zu ziehen. Dann wäre ich 13. Dann wären wir schon mal wieder ein Platz weiter vorne. So, der nächste, wie gesagt, ist es Magnussen, den ich jetzt natürlich ein bisschen mitnehme. Ah, der kann mir wegziehen. Aber ich hab der ist. Ich hab der ist. Das ist das Gute. Vielleicht krieg ich schnell den langen Geraden geholt. Dazu muss ich aber in Position kommen. Dazu muss ich erstmal reinkommen in diese Position. Das Problem ist, dass er mir immer wieder wegziehen kann ein bisschen. Ja, ich komme ran, aber nicht vorbei. Dazu muss ich jetzt in Minfield ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt ein bisschen dranbleibe an ihm. Vielleicht kann ich ihn dann auf der langen Geraden nochmal packen. Oder vielleicht früher, mal gucken. So, wann kommt der Regen? Das ist die große Frage. Wann gehen die Jungs in die Box? Mein Ziel ist, ich hoffe, dass die alle früher in die Box gehen, als wenn die vor der Regen kommen. Und dann nochmal auf Winters gehen. So, jetzt haben wir dran am Haas. Die Frage ist, wo sein Teamkollege ist. Wo ist der Russell? Der müsste aber auch irgendwo davor noch liegen. Okay, we've got plenty of energy. Use the overtake button. Jetzt haben wir ein bisschen Luft. Ah, er kommt wieder raus. Er kommt wieder raus aus der gefährlichen Zone. Klar habe ich jetzt DRS, aber es reicht nicht, um ganz gefährlich ranzukommen. Also muss jetzt wieder ein bisschen was passen. Problem ist, hast du wieder ein Auto. Jetzt hast du wieder auf der Aufholjagd wieder ein Auto, was sich wieder 4-5 Runden aufhört, wo die Zeit am Ende weggeht. Ne, da komme ich nicht ran. Oder? Weit weg. Dazu muss es jetzt. Ah, es passt nicht. Ich komme nicht ran an die Position. Gut, ich komme jetzt ein bisschen weg von dem Rest des Feldes. Ne, ich habe keine Chance, da irgendwas zu machen gerade. Zumindest nicht in diese eine Position zu kommen. Jetzt bin ich ein bisschen dran an ihm. Jetzt kann ich mich versuchen reinzubremsen. Da komme ich nicht rein.
Ich meine, die Gerade ist verdammt lang, aber reicht das, um hier nochmal vorbeizukommen an ihm? 10 Runden haben wir noch. Die Reifen sind noch nicht gewechselt. Alle anderen müssen nochmal auch nochmal rein. Ja, das ist das Problem an der Sache. Hier geht der Magnus gerade ein bisschen auf den Piss, dass ich nicht vorbeikomme in der Position. Ich kann schneller, aber ich komme nicht vorbei. In Russland und Ungarn war es Kimi Räikkönen. Hier ist es jetzt Kevin Magnussen, der da natürlich nicht vorbeigehen kann. Jetzt kann ich ihn greifen. Ja, es war ein bisschen rabiat. Aber das ist mir gerade in dem Moment scheißegal. Ich hab ihn jetzt erstmal. Ich weiß, dass es gerade ziemlich heftig und ziemlich rabiat war. Es gab eine Berührung. So, das nächste Auto wäre Alexander Albon. Und jetzt habe ich den Vorteil, dass ich hier mit dem... Habe ich doch der erst eigentlich? Ne, hab ich nicht. So, jetzt geht's alle in die Box, das ist der Vorteil vielleicht für uns. We're approaching the pit window. You'll be on the softs. We're leading our teammate by 5.9 seconds. So, mein Ziel ist es natürlich jetzt vor Sainz rauszukommen und dann vielleicht den Vorteil zu haben. Jetzt habe ich den Sainz kassiert. Jetzt muss der Regen kommen. Weil dann kann ich versuchen durchzufahren. Nein, nicht durchzufahren, sondern in den Regen auf Winters zu gehen. Also, das hört sich da uns jetzt auf Medium, damit war der schon sehr, sehr groß auf jeden Fall. So, das ist hinter uns unser großer Rivale. Reifentisch, jetzt sollte das ohne Probleme klappen. Ja, ja, ist natürlich jetzt ordentlich drin im Fenster. Problem, ich kann ihn jetzt nicht zuwerfen. Doch, geht jetzt. Jetzt geht's. So, den habe ich schon wieder weggeholt. Zunächst ist Max Verstappen, wenn ich jetzt versuche mit... Ich muss halt gucken. Entweder der Regen muss kommen, ansonsten habe ich ein Problem. Ansonsten darf ich in der letzten Runde mal rein in die Box, sonst den Fuck nämlich futsch. Und der Sainz hat sie. Jetzt kommt der Regen. Jetzt kommt der Regen und der kommt und kommt. Jetzt kommt der Regen. Jetzt müssen wir noch ein, zwei Ründchen warten. Vielleicht ist die Reifen, bis die Strecke trocken ist. Oder bis die Strecke so nass ist. Alle nochmal rein für die Hinters. Und dann haben wir das Ding auf Platz 8 zugemacht. Und das ist das Wichtigste. Es sind nämlich dann 22 Punkte auf Carlos Sainz, der momentan hinter uns ist und nur zwei Pünktchen holen würde. So, jetzt muss die Box irgendwann die DRS-Flüge wechseln. Dann kann ich nämlich hinter uns wechseln. Ja. Safety car, safety car. No overtaking. Reduce your pace. Keep your delta number positive as we... Ja, das war ich auch wieder. Mann! Schön, dass mein Auto sagt, ich fahre einfach geradeaus weiterfahren. Das war wieder mein Lenkrad. Ach Mann, ich hasse dieses Lenkrad. Das geht einfach immer kaputt. Ah, leck mich doch nicht. Da kannst du natürlich wieder vorbeikommen. Ja, lass mich in Ruhe boxen, stop. Das Problem, ich habe den Sainz wieder vor, jetzt habe ich den Sainz wieder vor mir.
Okay, be careful on those slicks. These conditions are making the line a bit greasy, but we're still nowhere near the changeover point. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Hamilton von auf dem Meer, auf Harz. Das ist aber auch. Mich ärgert es gerade, dass er mir so leicht vorbeikommen konnte. Mick is in the pits. Mick in the pits. Die Frage ist, geht ja auf Winters. Ah, warte mal. Einleitung. Es geht ja auf Winters. Ich war der Einzige, der bisher noch nicht in die Box ist, aber ne? Mick hat Soft drauf, oh, der war noch nicht drin. Ach Mann, ärgert mich das gerade. This light rain is gonna be with us for a while now. Plus one lap of extra fuel. Fuel target plus one. So, das heißt, dass aber ein Hamilton auch nicht gut ist. Our gap to the car in front is 3.6 seconds. Gap to teammate behind is 26.0 seconds. Wie gesagt, ich hoffe, dass der Dings gleich immer noch kommt. Der Regen, dass das Ding immer noch kommt. Weil das Problem tut mir gerade weh. Dass wenn man die Nachricht kommt, geh auf die Mediums. Geh auf die Inters. Concerns at the moment, just focus on the driving. Ne, das wird in Abu Dhabi das große Finale geben um den Platz, um Platz 4. Wir werden hier heute keine Punkte wahrscheinlich holen. Wir haben noch 3 Runden. Und ich muss mindestens in der nächsten rein und ich will die. Is out in front. Mein fünfter wäre ein super Platz, aber es wird nicht passieren. Dafür werden die Abstände zu groß sein. Wir werden richtig zurückgereicht. Wir waren weit Richtung Ausgang der Punkte. Es gibt nur eine Möglichkeit, wenn das jetzt in die Flüge zu gehen, wird das jetzt sagt, jetzt kommt der Gerei auf Rudi Inters. Mit Beginn der 17. Runde muss ich auf jeden Fall rein. Spätestens. Ich riskiere es noch eine Runde. Jetzt kommt der Hass, jetzt kommt der Gäste noch vorbei an mir. Der mit Überschuss vorbeigeht. Ich muss aber in der nächsten Runde auf jeden Fall den Stop ziehen. Das ist. Scheiße, Mann! Das ist die Strategie nicht aufgegangen. Damit wird der Bums.
Sainz Dritter oder 15 Punkte. Damit hätte mir komplett da meinen ganzen Vorteil weg. Es sei denn, der fällt noch raus, aber es, wenn jetzt nicht das passiert und man, dass die Flüge zugehen, dass man auf Inters gehen soll, ist das Thema gegessen. There's three laps of fuel remaining. Hamilton könnte ich noch auf der Strecke kriegen, aber ach Mann, wir werden keine Punkte holen heute, das ist das Problem. Wir haben mehr als 5 Autos hinter uns und das ist auch das Problem, wir müssen mal rein. Und wir müssen jetzt den Stop ziehen. Mann, das ärgert mich gerade. Hab ich doch gerade. Exit now. 13 am Ende nur. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Ja, jetzt sind wir sogar noch 15 da noch. Also einzig die beiden könnte ich noch kassieren, aber mehr auch nicht. Also, Strategie ist nicht aufgegangen. Ich habe versucht, wirklich bis zum letzten Moment zu zögern. Und Krieg ist, hat es nicht geschafft. Also, Platz 13 ist so das Maximum noch drin. Die Punkte sind futsch, fett. Und Zeit wird Dritter, wenn er nicht noch ausschaltet jetzt in der letzten Runde. Vettel habe ich jetzt schon wieder, aber den Giovinazzi da vor den. Great maneuver. You made it look easy. Mein Gott, Vettel, Alter! Man muss unbedingt so weit rüberziehen, dass ich da rein. Dass man mir. Man muss mir unbedingt in die Karre klatschen. This is your final lap. So, einzig jetzt die Hoffnung, dass der fest da, dass Sainz auch da. Falls der Sainz ist retiring. Das ist das Einzige. Das wird doch. Ich hoffe, dass ich vielleicht sogar noch Platz 13 hole. Dann hätte ich immer 9 Autos kassiert. Valtteri Bottas gewinnt den großen Preis hier. Fuck it, alter Mann. Mich ärgert das gerade, dass der Sainz da vorne noch auf der 3... Dass der Sainz sogar noch... Ja, das ist super. Dass der Sainz sogar noch auf dem... aufs Podium gefahren ist, ey. Der hat 15 Punkte geholt. Und 13 dann nur. Die Strategie ist nur nicht aufgegangen. Kann ich auch nicht von kaufen. Mann, ist das ärgerlich. Das war nicht nur der Sieg, sondern auch der Titel. Glückwunsch an das ganze Team. Was für eine fantastische Saison. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was hat Sie denn von den anderen abgehoben? Ich würde sagen, dass es wieder mal auf eine gute, beständige Fahrleistung ankam. Die Kurven exakt nehmen, auf die Streckenbedingungen achten und die Strategie des Teams perfektionieren. Heute wurde einfach alles richtig gemacht und das Ergebnis spricht für sich selbst. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen.
Wenn das so weh, dass der Science of 3 ist, ey, der wird sich natürlich übelst freuen, dass er natürlich da jetzt mal nochmal gut Punkte gut gemacht hat. Nämlich 15 an der Zahl. Es sind 5 Punkte, die jetzt noch trennen. Und das kann im letzten Rennen immer die Entscheidung sein. So, da haben wir auch noch zu. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages Mann. Zählt. Für mich ist das heute Richards. Er hat so hart gekämpft und war zeitweise schon unglaublich schnell. Heute konnte ihm niemand das Wasser reichen. Ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichern. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Mann, ist das ärgerlich. Man kackt das gerade an, dass ich nur 13. geworden bin, ey. Ich hätte ein paar Punkte mehr holen. Ich hätte ein paar Punkte holen können. Weil die Scheißstrategie nicht aufgegangen ist, weißt du? Und dann vorhin noch schlimmer, weil der Rivale nur noch 3 fährt, weißt du, ey. Dann sind es auch nur 5 Punkte. Renault ist auch noch dran, ey. Wir müssen echt im letzten Rennen noch mal ein bisschen was geben. Und das ist das Problem an der Sache. Hier war Big Point und das habe ich mir das ist einfach komplett versaut. Naja, ist halt so. Da müssen wir es in Abu Dhabi irgendwie richten. Renault darf keine Punkte holen. Wir müssen weit vorne landen. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Nein. Was ist Ihre Meinung dazu, wie sich solche Gridstrafen auf den Sport auswirken? Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt. Was war Ihre Strategie? Ja, lass mich doch. Wir haben Sie wohl alle unterschätzt, nicht wahr? Ja, ist gut. Was denken Sie über die Leistung dieses Teams in dieser Saison? Klasse, das war dann alles. Mann, ein bisschen Frust ist gerade dabei. Weil, vor allen Dingen, weil das heute einfach mögliche dicke Punkte geworden wären. Das wäre vielleicht heute ein bisschen was mehr drin gewesen. Ja, wir müssen einen Punkt gegen Renault verteilen auf unserer Position und unseren vierten Platz gegen Carlos Sainz. Ja, wie soll ich das machen, wenn die Scheißstrategie nicht aufgeht? So, das letzte Rennen ist dann Abu Dhabi. Das sehen wir uns in der nächsten Folge an.